Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu RimWorld. Heute geht es los, wir fighten. Es hat sich eine wunderhübsche neue Schönheit unserer Kolonie angeschlossen, namens Beauty. Und sie wird verfolgt von Rote, einem Scout. Ich hoffe, da kommen nicht noch mehr. Was hat der denn eigentlich für eine Waffe? Wurfspeere. Junge, du kannst ja gar nichts. Also, da wollen wir mal sehen hier. Wir knallen hier mal alle an, gehen auf Kampfmodus, gehen hier hin und machen mal hier die Zeit an. So. Ah, noch sehe ich auch nicht jemanden, der da noch mitkommt. Ich würde sagen, Leader und die Gute. Ihr habt Fernwaffen. Da knallt's schon. Knallt's schon. Fatman, du kannst, glaube ich, einfach mal... Oh. Oh, ein Speer kommt geflogen. Weiß nicht, ob Fatman eventuell vielleicht Nahkampf ausüben sollte. Vorsicht, Hund. Ich kann dich leider nicht befehligen. Soll ich mit Fatman... Wie gut bist du im Kampf? Null. Okay, Fatman, du arbeitest mal weiter. Das bringt ja nichts. Fernkampf. Oh, der Leader wurde aber hart getroffen. Alter. Ah! Okay, warte mal, ihr habt es ja schon geschafft. So. Wurfsperre. Was ist denn Wurfsperre, ey? Naja, wird ins Lager gebracht. Und der? Hat er noch irgendwas? Nö. Dann wird der wahrscheinlich auch hoffentlich demnächst mal ins... Übrigens, deswegen wird das nicht weggebracht, weil ich es nicht erlaubt habe. So. Können wir mal sehen, wo es hingebracht wird. Ja, der gute Leader ist verletzt, deswegen machen wir jetzt mal bei ihm Patient auf 1 und Pflege beim Medic ist auf 2. Machen wir mal auf 1, dass die sich da um den kümmert. Weil nicht, dass der da jetzt noch irgendwie verblutet oder so. Ja. Ich hoffe, das wird bald mal was. Alter, du blutest das ganze Scheißzimmer voll. Geh doch mal ins Bett jetzt. Was macht der denn? Der will schon wieder ins Feld. Leader. Kann nichts mit dem machen, oder was? Sag mal, bist du irgendwie dämlich? Ich habe dir gesagt, du sollst als Patient fungieren. Bei akuten und innerstorischen Krankheiten gehen wir dann ins Krankenbett. Na gut, Krankenbett habe ich jetzt nicht. Scheiße. Was macht er denn? Was hat er denn eigentlich? Er hat Stichmagen. Alter! Alter, du... Geh ins Bett, Mann! Wieso kann ich dem das nicht befehligen? Ich verstehe es nicht. Ich kann halt nichts tun, irgendwie. Ah. Okay, Leader. Was soll das denn? Ah! Ah! Was ist passiert? Im Heimatgebiet ist ein Feuer ausgebrochen. Wieso explodiert eine Wand? Lass mal jemand jetzt erklären. Was steht denn da? Ein Fehler in der elektrischen Leitung hat einen Kurzschluss. Tausende WD in der wurden entladen. Oh, leck mich am Arsch. Ey, was ist das denn? Leute, ihr sollt hier die fucking Brände löschen. Wieso kann ich euch nichts mehr befehligen? Leader, du doof! Priorisiere. Kann nie ein Feuerwehr sein. Warum kannst du nie ein Feuerwehr sein? Und wie gute, jetzt komm! Wir haben ein fucking Holzhaus, Leute! Kann nie ein Feuerwehr sein, ey. Ist das euer Ernst? Boah, es ist, glaube ich, gelöscht.
Oh Gott. Da haben wir aber Glück gehabt. Aber jetzt sind auch wieder alle verletzt irgendwie, ne? Brandwunden. Guckt euch das mal an. Alles ist hier kaputt und. Oh. Mann, Mann, Mann. Und das Strom ist aus. Ich habe auch keinen Strom mehr jetzt. Sind die an? Nee, aber das liegt, glaube ich, an dem Kabel. Lag es da, also dass das hier nicht an der Wand lag vielleicht? Sollte ich die immer an der Wand liegen haben? Kann es doch nicht sein. Bett, Lieder. Priorisiere. Arbeite Stromkabel, so. Alter, der hat das ganze Feld voll geblutet, der Junge. Bist du eigentlich dämlich? Wieso kann ich nicht sagen, dass du ins Bett gehen sollst? Alter, hier sind 55 Grad drin. Okay, wieso hast du immer noch kein... jetzt. Scheiße, Alter. Und Beauty legt jetzt... Ach ja, die braucht jetzt einen Raum. Oh, ist das alles hier ein... Hickmeck. Heckmeck. Kriegt ihr hier einen Raum? Warte mal, wir sind 5x5. Ne, 4x5. 1, 2, 3, 4. Ja, stimmt. Mann, ey. Batman verarztet sie, aber Lida will einfach nicht. Ich kann nichts tun mit ihm, ey. Liegt die Keule? Wo ist die Keule? Wo haben die jetzt die Keule hingelegt? Da. Warum? Ihr sollt hier nichts annehmen, was Kacke ist. So. Was haben wir denn jetzt? Ein starker Schmerz hämmert im Kopf deiner männlichen Kolonisten. Entschuldigung. Eine weit entfernte Maschine des Hasses rührt sich. Sie sendet ein starkes psychisches Summen über die gesamte Region auf einer Frequenz, die scheinbar nur das männliche Geschlecht erfasst. Die Stimmung einiger Kolonisten wird sich über die nächsten Tage deutlich verschlechtern. Alter, ficken. Bricht jetzt hier das komplette Chaos über mich herein, oder was? Das hat er aber nicht gewollt. Mann, ey. Wir sind alle am Arsch hier. Lieder, geh ins Bett jetzt! Ich verstehe das nicht. Beauty hat sie erholt, das ist gut. Beauty, die muss ich auch mal gerade hier mit der Arbeit gucken, ne? Du kannst Feldarbeit, ne? Das bedeutet, du kriegst Feldarbeit mal auf 2 und der kriegt es auf 1 und das auf 3. Jagen. Sie kann auch gut jagen. Ach, guck mal, der repariert. Das ist gut. Alles mal hier, das ist ja ein schäbiger Raum. Lida, ich wäre aber trotzdem verbunden, wenn du als allererstes hier mal den Raum fertig machst. Aber offenbar wird das nichts. Warte mal, gibt's eigentlich sowas wie sauber machen? Reinigen, da, warte mal, dann macht mal hier der Beauty. Beauty, Beauty, Beauty. Du machst halt mal hier sauber gleich. Steh auf! Wir haben 16 Uhr, 17 Uhr, hör auf! So, sauber machen jetzt. Ich glaube, es hakt. Ist es hier wieder kalt? Es wird wieder kälter. So, Beauty macht sauber, der Leader, der repariert hier. Das wusste ich gar nicht, dass es Reinigen gibt, das ist gut zu wissen. Und wir produzieren hier ordentlich Blöcke, dass wir hier mal ordentlich sauber machen können und neu bauen können und ganze Rotz. Ja, genau, hier drin ist auch wichtig. Wir hier mal bauen, warte mal, und hier auch mal, na wohl, ist das jetzt erstmal Pflege. Sollen sie echt einen Überblick, man sollte hier noch die Zahlen irgendwie... Warum hat sie eigentlich Bergbau? Was hat sie da? 3.
das eigentlich normal, dass man das so wenig benutzt wie ich, Bergbau? Bis jetzt habe ich das noch gar nicht benutzt, also zumindest wenig. Hier haben wir was abgebaut. Ist auch noch dran. Oh Gott, wir haben echt nicht viele WDs, ne? Wir haben nur knapp 400 WD. Ich hoffe, damit kommen wir überhaupt über die Nacht. Machen wir die Zeit schneller. Ajo, was ist denn jetzt schon wieder? Wer ist jetzt... Ja, Lieder, ne? Alter, du bist so behämmert, Alter. Geh halt ins Bett. Warte mal, Pflege 1, Medic. Jäger ohne Fernkampfwaffe, ja. Bring Lieder ins Bett. Wo ist Lieder? Lieder, Fatman, bringt Lieder ins Bett. Medic, geh direkt hinterher. Kümmere dich um ihn gleich. Oh Mann, ey, wenn Lieder stirbt, dann ist das hier schon das Ende. Behandlung benötigt, Sambo, zerrissene Kleidung, Beauty. Ja, leck mich doch, ey. Ist das jetzt hier die Waffe von Dingens? Priorisierte Behandler, Siedler. Medic, los. Was haben wir jetzt? Wie geht's dir? Charakter, Körper. Blutverlust, Hitzschlag. Oberkörper, Verdi. Ach du Scheiße. Ist halt auch zu warm. Hier drin sind es 45 Grad. Fatman, was machst du da eigentlich? Weiß auch keiner. Das ist jetzt die Waffe von Lida, oder? Ja, du hast keine Waffe mehr. Okay, die müsst ihr dir gleich wieder nehmen. Das bedeutet, Kämpfer ohne Fernkampfwaffe ist der Leader. Behandlung benötigt. Ja, Medic. Gib ihm gerade Essen. Dann gehst du jetzt gleich Fatman nochmal behandeln. Was macht ihr jetzt? Ich dachte, gehen jetzt zu Medic. Ins Zimmer und machen da unanständige Sachen. Aber offenbar... geht Medic Fatman eine Flamme nach. Füllen. Warum auch immer. Warum? Was macht er denn da? Geh halt pennen, Alter. Was jetzt? Eisene befindet sich auf der Durchreise. Ach, Fatman hat sich auch erholt. Scheint ihn irgendwie nachtaktiv zu sein in letzter Zeit. Lucy offenbar auch. Ja. Hat sie. Achso, sie ist noch am. Sie ist, räumt noch auf. Doch nicht hier draußen! Das, warte mal, Heimatgebiet. Och, das ist alles Heimatgebiet. Na ja gut, dann lassen wir es jetzt. Soll sie halt hier draußen auch sauber machen. Wenn es sie glücklich macht. Guck mal, der baut den Boden endlich. Lieder, dir geht's wieder gut. Kann mal jetzt die Hitzewelle vorbei sein und das Brummen. Das spüre ich ja hier quasi. Warte mal, Lida, du musst mir auch mal deine Waffe wieder nehmen. So. Hier geht's aber auch noch nicht wieder ganz gut, ne? Was sagt denn dein Körper? Aber das ist in Ordnung, ne? Oh, kurz vorm Durchstich der Magen, glaube ich. Wei. Naja. Es ist nicht einfach hier. Es ist nicht einfach. Hier, die kann man mal wegtragen. Guck mal hier, jetzt haben wir hier, guck mal, fast eindrucksvoll ist der Raum jetzt mittlerweile. Er ist sauber gemacht worden, hat hier einen schönen Schieferboden. Na, siehste. Aber ich glaube, dass das Kabel hier wirklich einfach da so rumliegt, ne? Das ist wahrscheinlich wirklich nicht so geil. Überlege, ich spiele gerade mit dem Gedanken, Windenergie oder einen befeuerten Generator noch zu bauen. Einfach nur, um sicher zu gehen, dass wir Energie haben. Nicht sicher, ey. Sollte ich sowas tun? I don't know. Haben wir eigentlich mittlerweile... Wir haben sogar Stoff. 132. Das heißt, wir könnten auch mal gucken, dass wir der... Warte mal, der
Was braucht die alte Beauty? Beauty, wo bist du da? Du bist immer noch am Saubermachen. Was hast denn du? Ja. Du bräuchst eine Hose, oder was? Eine Hose. Zerrissene Kleidung. Diese Kolonisten tragen zerrissene Kleidung. Beauty, gib ihnen Kleidung, die nicht so stark beschädigt ist. Du kannst Kleidung und Schneider herstellen. Ja. Dann machen wir mal eine Hose für die. Aufgabe. Nähe eine Hose. Eine. Wer kann denn sowas überhaupt? Kunst? Ist das... Nee, Schneidern, ne? Schneidern. 8, 6, 0, 2. Das bedeutet, die Gute wird mal eine Runde schneidern. Ehe sie hier weitermacht mit dem... Boah, die hat aber auch schon... Ja gut, wir haben jetzt auch schon wieder viele verbraucht hier für den Raum. Wir könnten auch die Wand hier mal abreißen. Das brauchen wir erstmal nicht mehr. Wobei, die hier können wir... die können wir lassen. Das ist so eine kleine Abgrenzung für die Küche. Das können wir erstmal lassen. Dann ist die Frage... Die Zimmer sind natürlich jetzt auch nicht so geil, ne? Ob wir da auch schon Schieferboden hinklatschen? Ist das Dreck? Hier? Das ist wahrscheinlich Dreck, ne? Guck mal! Die fängt an, hier eine Hose zu machen. Geil, ey. Judy, was ist los? Ist immer noch am Reinigen hier, ne? Ja, es war auch viel zu reinigen. Ich wusste nicht, dass es das gibt. Das heißt, das ist schon ganz okay. Essen sieht auch gut aus. Wir haben 50 Mal normales Essen hier. Nicht schlecht. Was habe ich dem Leader momentan gegeben? Leader, wo bist du überhaupt? Da unten. Warum bist du jetzt ganz unten? Leader, bauen 2, Transport 2. Wieso ist der ganz unten? Ist das hier, ach, das ist alphabetisch oder was? Was ist das hier eigentlich kopieren? Warte nochmal ab. Haben wir eigentlich den... Nee. Hier liegt immer noch nicht diese doofe Keule. Die liegt hier. Naja, soll sie. Mir egal. Ich glaube, Beauty, du hast jetzt genug gereinigt, oder? Machen wir mal jetzt hier... Ach, was mache ich denn? Arbeit. Beauty, reinigen. 3. Feldarbeit ist auf 2. Was ist das denn hier? Bergbau. Ja gut, das können wir auch mal auf 3 machen bei ihr. Ist jetzt momentan ja fällt nicht an. Gut. Dann ist auch ihr Raum soweit fertig. Dann können wir das Bett neu installieren. Zack. Und Lampen kriegt sie natürlich auch. Zack. Zack. Okay. Dann könnten wir mal dafür sorgen, dass wir noch Holz bekommen. Holz hacken hier. So. Ja, das Lager sieht auch schon wieder so ein bisschen aus, als müsste man das mal irgendwann wieder... Jäger ohne Fragen. Beauty. Ach, die hat noch gar keine Waffe, ne? Aber ich kann auch keine herstellen. Wobei, sie könnte sich diese Dinger hier nehmen. Kann die sich die nehmen? Why not? Immerhin etwas. Guck mal hier, wie lange man für so eine Buchse braucht. Was ist denn das? Was höre ich? Ist da irgendjemand wieder am Ausrasten? Da! Hat er ein Wildschwein? Ne, die brauche ich. Ey, der Wag, der ist gleich dran. Sorry, die Wags, die mache ich kaputt. Die habe ich hier. Die will ich hier nicht. No Wags in my home. Ich werde jetzt Böden verlegen. Und zwar Schiefer, hat mir gesagt, ne? Zack. Zack. So,
Jetzt muss ich die Tür hier noch versetzen, fällt mir gerade mal auf. Abbrechen. Ah, ist ja gut, der Timer ist schon wieder abgelaufen. Himmelherrgott. Abreißen. Struktur, Tür hier. Wand hier, wenn es abgerissen ist. So. Ja, Beauty kriegt erstmal noch warte mal hier. Pferdebesitzer. Beauty. Beauty kriegt erstmal noch keinen Schieferboden. Dafür ist nicht genug da. Da muss man selber mal. Muss mal gucken. Forschung abgeschlossen. Sehr schön. Mikroelektronik. Bam. Schaltet der Hightech-Labortisch sowie Funkanlage sowie weitere Forschungsprojekte wie den Röhrenfernseher und die Kryo-Schlafkapsel. Wofür braucht man die denn bitte? Nicht sicher. Liebe Leute, der Timer abgelaufen. Ich gehe mal hier, scroll mal raus. Wir machen auf Pause. Und was? Sie bringt oder was da? Ja, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal hier bei RimWorld. Ich hoffe, euch gefällt es noch. Mir macht es noch einen heiden Spaß, hier Dinge rauszufinden. Und jede Folge finde ich neue Dinge raus. Und das ist schön und das ist gut und das ist ein tolles Spiel. Ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal hier bei RimWorld. Euer Brilli.